anderen sind bereit. Oh Mann, ey. Ich sollte sie nicht warten lassen. Ja, wir kriegen natürlich die schlimmsten Aufgaben. Ist ja logisch. Aber ist ja auch überhaupt kein Problem. Ach, die Adamantheimer ist auch hier. Die Flut. Mal sehen, was uns im Dorf erwartet. Bestimmt tolle Sachen. So, warte mal. So, wie viel brauche ich nochmal? 5000, okay. Fehlen uns noch 870. Ja, ab und zu, so ein bisschen zählen kann ich noch. Aber nur ein bisschen. Achso, die Banditen gehören gar nicht dazu. Ah, interessant. Gehören nicht dazu, aber wir bekommen auch nichts. Okay. Ich sag da jetzt nichts zu, ne? Naja, alle. Ein paar weniger. Aber leider eher noch nicht. Jetzt alle? Der Bund ist hiermit aufgelöst. Wir müssen zurück nach Dalimel. Naja, war okay, aber jetzt so schwer war das jetzt nicht, ne? Egal, ich beschwere mich nicht. Hauptsache beendet. Ich glaube, wir haben alle Akasischen erledigt. Das dürften die letzten gewesen sein. Die letzten hier bei uns vielleicht. Lubor, Sir Clive ist wieder da. Clive! Wie steht es um die Plage von Ceratina? Ausgemerzt. Mit Stumpf und Stiel. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuscht. Vielen Dank, Clive. Freunde, wir haben dem Ansturm standgehalten. Die Akasischen sind besiegt. Und dank Clives Einsatz steht auch nicht zu befürchten, dass neue nachkommen. Wir haben es überstanden. Dalimel ist gerettet. Wir haben es geschafft. Lubor, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast so viel für diese Stadt getan. Wir hätten nie an dir zweifeln dürfen. Aber das haben wir. Und wie sich herausstellt, völlig zu Unrecht. Wir können nur hoffen, dass du uns verzeihen wirst. Wir brauchen dich, Lubor. Dalimel braucht dich. Und falls du an dem Posten als Dorfrat noch interessiert sein solltest, meine Stimme hast du.
Du weißt aber schon noch, dass ich ein Träger bin, oder? Weiß ich. Aber das sagt nichts über dich aus, Lubor. Wie wir dich behandelt haben, sagt aber umso mehr über uns aus. Egal ob Träger oder nicht, du bist der Mann, der Dalimil gerettet hat. Und das jetzt zum zweiten Mal. Also gut. Ich werde euren Vorschlag annehmen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen. Die wären? Erstens. Ihr beide werdet alles in eurer Macht Stehende tun, um eure Leute hinter mir zu vereinen. Ich stelle mich nur zur Wahl, wenn sowohl die Stadtwache als auch die Händler meine Führung unterstützen. Einheit ist der Schlüssel zu Dalimils Zukunft. Und die nächste Bedrohung, meine Freunde, kommt garantiert. Und dann werde ich von euch allen erwarten, dass ihr wie Pech und Schwefel zusammenhaltet. Genauso wie heute. Natürlich. Du hast unser Wort. Und zweitens, wenn ich euch anführen soll, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass die Unterdrückung von Trägern in Dalimil heute ihr Ende findet. Allen Trägern hier werden dieselben Rechte zustehen wie jedem anderen Bürger auch. Sie werden nicht länger danach beurteilt, was sie sind, sondern wer sie sind. Wir haben vieles versäumt. Ich hoffe, wir können unsere Fehler wieder gut machen. Deinen Bedingungen stimmen wir zu. Und wir selbst stellen nur eine einzige Bedingung an dich. Dass du weiterhin nur das Beste für Dalimil im Sinn hast. Genauso wie bisher. Bedingung akzeptiert. Na dann, die Wahl ist mir wohl so gut wie sicher. Kriege ich jetzt eine bunte Schärpe oder so? Das Schicksal hat schon seine Launen. Ich stand schon kurz davor, Dalimil in Schimpf und Schande zu verlassen. Und jetzt bin ich plötzlich der Dorfrat. Hier. Für alles. Lubor, das mit den Kindern... Keine Sorge. Deine Hilfe ist jetzt natürlich nicht mehr erforderlich. Ich passe dann doch lieber selbst auf sie auf, als dass du sie mir zu Geächteten erziehst. Sie werden hier alles haben, was sie brauchen. Dafür sorge ich. Bei dir sind sie gut aufgehoben. Sowohl die Kinder, als auch die Stadt. Ich werde mich bemühen. Wir wollen ja nicht, dass deine ganze Arbeit umsonst war. Schön. So, Schild des Dornkusses haben wir auch wieder ein. Auch des Lichts und Meteorstein. Ja gut, Meteorstein haben wir eh mehr als genug. Super, dann haben wir die Quest auch erfolgreich abgeschlossen. Okay, hoch hinaus. Dann gehen wir mal nach Dravost. Glaube ich jedenfalls. Okay, hat er anvisiert. Das finde ich schon mal gut. Ja, da besiegen wir jetzt die Adamantheimai, sofern die nicht zu stark ist. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ganz 115. Ja, ich habe ein bisschen die Ausrüstung geändert.
Und ich habe jetzt so gemacht, dass ich, glaube ich, 20% mehr Fertigkeitspunkte bekomme, wenn ich einen Kampf gewinne. Macht sich ein bisschen bezahlbar. Ein bisschen, aber nur. Aber vielleicht hilft es uns halt entscheidend. Na, hier sind es nur 19. Nur, aber halt, ne. Da sind wir wieder. Hey, ich will diese Odin-Ferche. Wo würdest du dich verstecken, Torgal? Wenn du eine Schildkröte wärst. Wenn du eine Schildkröte. Er fragt Torgal eiskalt. Feier ich. Bin ich cool. Dass der Torgal einfach fragt. Naja, das Gute ist ja, dass wir meistens die Richtungsanzeige haben, wo was ist. Sonst so im Rätseln bin ich sehr, sehr schlecht. Fantastisch. Na, da vorne ist ja auch schon die blöde Schildkröte. So. Vorsichtshalber aber andere Fertigkeiten benutzen. Weil wir wissen ja nichts. Ich mag die Schildkröte einfach nicht. Okay. Super. In 15 war die ja noch viel heftiger. Das war diese Riesenschildkröte. Habe ich noch nicht besiegt. Dann zurück zu Mitt, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Sekunde, mein Kopfhörer haben sich schon wieder in den Stuhl reingeheddert. Okay. Dann müssen wir mal dahin. Das ist da für den Brief. Für Joshua und Clive. Euer Gnaden, Milord, ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Sir, ihr habt einen Brief von Vater? Ja, hier ist er. Wärt ihr so freundlich, Milord? Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt erwartet, dass das vorgelesen wird. Das wäre nämlich schöner gewesen. So, an meine geliebten Söhne. Ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen muss. Jedoch sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes und unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und Drachenhauch zurückzugewinnen,
bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern, aber die Hindernisse, welche uns im Weg stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch dieses schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und meinen Glauben an euch beide erinnert. Euer Vater. Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Am Tag vor den Geschehnissen beim Phönixtor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, Euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Auch konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden. Und auch die Gründung einer neuen Universität zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologie. Da sich die Fäule immer weiter in Valestea ausbreitete, sah Großherzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Er wollte die Träger gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Kein Wunder, dass ein Leben dafür nicht ausgereicht hätte. Aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Andernfalls hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Und auch seine Vision nicht mit den treuesten seiner Diener geteilt. Welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Leider haben nur solche Personen überlebt. Eures Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen, die es vollstrecken wird. Soweit sie es vermag, zumindest. Und wo ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, Euer Gnaden. Danke, Cyril. Wollen wir? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, welche Dame das sein wird. Na, wobei, wir haben jetzt hier noch eine Nebenquest. Überall Quests, Alter. Überall. Lord Rossfield, ich habe eine Bitte. Worum geht es, Sarah? Einer unserer Ordensbrüder befindet sich derzeit in Ashra, um im Zuge unserer weiterhin andauernden Nachforschungen einer neuen Spur nachzugehen. Sein letzter Stolas ist bereits eine Weile her. Und seitdem haben wir nichts von ihm gehört. Hat er auch eine Ruine der Gefallenen erforscht? Nein. Gegenstand seiner Untersuchung war ein Erlöserkult, welcher in den letzten Jahren in Ashra entstanden ist. Wir glauben, er könnte eine Verbindung zum Kreis des Malius haben. Einer uralten Religion, welche Ultima als Gott verehrt hat. Wir hatten uns erhofft, über diesen neuen Glauben mehr über die ursprünglichen Lehren des Kreises herauszufinden. Also habt ihr ihn nach Ashra geschickt, wo es von Orks und Akasischen nur so wimmelt. Wir waren uns der Risiken vollends bewusst, ja. Ich habe die Mission einem unserer fähigsten Mitglieder anvertraut, dem dritten Stuhl. Er verfügt über reichlich Erfahrung mit derartigen Aufträgen. Obwohl sein Schweigen nun bereits einige Tage andauert, habe ich es bisher vermieden, weitere Brüder auf die Suche nach ihm zu entsenden, damit wir diese nicht auch verlieren. Doch ich hielt es für besser, euch darüber zu informieren, da ihr so reichlich Erfahrung mit den Tücken Ashras habt. Überdies habt ihr mir so eindringlich vermittelt, dass niemand seinem Schicksal überlassen werden sollte, solange dies vermeidbar ist. In der Tat. Aber Ashra ist groß.
Wisst ihr nichts Genaueres? Vielleicht. In seinem letzten Stolas aus Ashra erwähnte er ein Dorf, in dem sich der Kult angeblich oft versammelt. Mickelburg heißt es wohl. Es liegt im südlichen Teil Valuts. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, dann höchstwahrscheinlich dort. Verstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Der Orden dankt euch, Milord. Bitte macht euch auf den Weg. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Okay, dann sind wir mal gespannt. Das ist eine andere Quest, ne? Ja. Gut, dann machen wir die. Weil die noch in diesem Gebiet ist. Und ich hake lieber alles ab, was in diesem Gebiet noch ist. Siehst du das? Okay, das sind noch ein paar viele Meters. Papa? Was ist das? Es soll aufhören. Ich habe solche Angst. Irgendwelche behinderten Leute sind wieder unten und nerven. Oh, wieder Mega-Flair. Na, super. Dann dauern die Kämpfe ja wieder eine halbe Stunde. So, nicht mehr viel und dann haben wir es. Merkwürdig, die Hunde sind eigentlich voll schwach, geben aber ziemlich gut Fertigkeitspunkte. Mysteriös. Hier dürfen wir hin, okay. Cool. Ist das dort etwa Rutherford? Wendehälse und Feiglinge, ihr alle! Wenn ihr einen Kampf wollt, dann sollt ihr ihn bekommen! Um die kümmere ich mich. Ich brauche keine Hilfe! Bitte, Herr Feldmarschall, überlasst es ihm. Das wird schnell gehen. Ganz schnell. Richtig. Ja. Männer, erledigt ihn. Wird schon reichen. Okay, das war mit der Taste. Ja, das Heilen nervt einfach mega. Normalerweise hätte es aber gereicht. Ein Mega-Flair, aber... Oh cool, wir können die Stufe können wir jetzt endlich lernen. Nice. Etwas länger als gedacht. Feldmarschall Eugen Havel?
Ist einer von euch verletzt? Nein, Mylord. Ihr seid genau gekommen, als uns der Geleitschutz in den Rücken fiel. Verdammte Verräter! Ich habe von Soldaten am Rande der Republik gehört, die ihren Eid gebrochen haben. Aber ich wusste nicht, dass die Korruption so nah ans Herz unseres Landes heranreicht. Eine Schande ist das. Dein aufdringlicher Onkel hat natürlich versucht, mich zu warnen. Lord Clive Rossfield. Oder bevorzugst du Sid, der Geächtete? Sucht es euch aus. Ich bleibe derselbe. Viel wichtiger ist meine Bitte. Mein Onkel will die Welt ins Lot bringen. Und dazu braucht er eure Hilfe. Bevor ich irgendwas zustimme, möchte ich dir eine Frage stellen. Was versprichst du dir von all dem? Ich bin zweifellos mitverantwortlich für dieses Chaos. Doch ich möchte einen Neuanfang für uns alle. Auch wenn meine Entscheidungen nicht immer die richtigen gewesen sind, habe ich sie aus den richtigen Gründen getroffen. So lange wurde uns vorgeschrieben, wie wir zu leben und zu sterben haben. Man hat uns unsere Entscheidungen genommen. Jetzt haben wir die Chance, das zu ändern. Doch um sie zu ergreifen, müssen wir zusammenstehen. Und sei es an der Seite derer, die anders denken als wir. Nicht die Worte, die ich von einem Geächteten erwartet hätte. Aber vielleicht hat dein Onkel recht. Du bist kein gewöhnlicher Geächteter. Ich hasse es, wenn er recht hat. Gut. Ich befehle meinen treuesten Wachen, die dalmekischen Randgebiete unter Kontrolle zu bringen. Dann nehme ich Kontakt zu meinen Kollegen in der kaiserlichen Armee auf und bringe sie dazu, die Ordnung in ihren eigenen Gebieten wiederherzustellen. Danke, Herr Feldmarschall. Aber Sie sind nicht die Einzigen, die wir überzeugen müssen. Was meint ihr? Ein paar Generälen kann ich sicherlich Vernunft einprügeln. Um deren Vorgesetzte zu überzeugen, bedarf es allerdings eher einer gewissen Raffinesse. Wir brauchen einen Gesandten, jemanden, der selbst den stursten Staatsmann umgarnen kann. Dich vielleicht? Vielen Dank. Aber ich bin auch kein Diplomat. Und ich muss mich um andere Probleme kümmern. Was wir brauchen, ist ein fähiger Vermittler. Und ich kenne vielleicht den Richtigen. So, so. Und ist er zufällig auch ein Geächteter? Von einer etwas anderen Sorte. Nun, wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen wohl alle den inneren Geächteten in uns finden, wenn wir das überleben wollen. Nun gut, schick deinen Mann gleich zu mir. Mach ich. Mein werter Lord, euer Onkel hat mich angewiesen, den Feldmarschall bis zu seinem Anwesen in Port Isolde zu begleiten. Dann wird mein Gefährte dort zu euch stoßen. Sehr wohl, Mylord. Ein Gesandter. Ich würde wohl kaum irgendjemanden überreden. Ich bringe nicht mal meinen Bruder dazu, seine Medizin zu nehmen. Nein. Das muss jemand mit Erfahrung machen. Jemand wie Quinten. Hoffentlich kann ich ihn überreden. Okay, wer war nochmal Quinten? ich bin einfach super gut in Namen merken. Keine Ahnung, wer das war.
Milord, euer Gnaden. Ich erkenne euch kaum wieder. So siehst das, okay, ja, ja. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt nichts zu vergeben. Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Ich tue nur meine Pflicht, wie alle Rosarier es tun würden. Milady, bitte erzählt uns doch mehr. Von was für einem Geschenk sprecht ihr? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Hause Rossfield, dessen Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Ja, das stimmt. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Okay. Leider kam alles anders. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Ich verstehe. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen. Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Statt zu erobern. Und doch weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Er wäre so stolz auf euch. Danke, Lady Goditha. Was meinst du, Clive? Was wohl? Natürlich, Milady. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen. Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady? Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr? Ah, super. Ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Oha! Rechtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Was meinst du, Joshua? Was wohl?